So, Weihnachten, das ist ja auch ein internationales Fest, nicht wahr? Deshalb habe ich hier ein paar wichtige Sachen, die man, wenn man im Ausland ist, auf keinen Fall weglassen sollte. Zum Beispiel, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen. Ich bin glücklich. I'm lucky. Zu sehen, ich bin glücklich zu sehen. I am lucky Luke. Ich würde gerne die Slums sehen. Where are the Backstreet Boys? Hier gibt es erstaunlich viele Obdachlose. Hier ist die Kelly Family. Und sogar Prostituierte. Enter the Spice Girls. Ich würde hier gerne einige Gespräche führen. I like modern talking. Das war's. Take that. Ja, also, wenn man das dann wunderbar beherrscht, dann kann ja Weihnachten im Ausland kommen. Womit glänzt die Familie an Weihnachten am meisten? Richtig, mit Abwesenheit. Deshalb ist es immer gut, eine Zange zu Weihnachten zu Hause zu haben. Dann kann man nämlich immer noch das Telefonkabel kappen, falls die Verwandten mal auf die Idee kommen, anrufen zu müssen. Denn das einzig Echte an den Verwandten ist ihre Falschheit. Am schlimmsten ist das besonders am 26. Dezember, wenn man noch zur Schwiegermutter muss, um ihr mal wieder in den Allerwertesten zu kriechen. Denn man ist keine große Persönlichkeit, wenn man herrscht, sondern wenn man sich beherrschen kann. Denn erst fällt sie einem ins Wort und dann auch noch in den Rücken. Als ich noch kein Gespenst, sondern noch ein Mensch war, hat man immer nur Steine mir in den Weg legen müssen. Der letzte war sogar beschriftet. Dennoch habe ich in meinem Leben eines gelernt: Gelber Schnee ist bar. Am 4. Dezember ist ja auch der Gedenktag der Heiligen Barbara. Also morgen, da steckt man im Gedenken an sie Kirschzweige in die Vasen. Ich jedoch mache das etwas anders. Ich vergreife mich da doch lieber direkt an den Kirschwein. Da habe ich nämlich mehr von. Backe, backe Kuchen, die Oma ist am Fluchen. Hallo,
Hallo, Oma Inge. Oh, hallo Fritz. Na, geht's dir gut? Ja, natürlich geht's mir gut. Sag mal, kann ich irgendetwas für dich tun, liebe Oma? Oh ja, das kannst du. Stell dir mal vor. Geh mal bitte ins Wohnzimmer und zünd schon mal den Adventskranz an, ja? Ja, okay, mache ich. So, lalala, so, noch ein bisschen Plätzchen backen für Weihnachten, ne? Ja, die hungrigen Mäuler, meine Enkel, die müssen ja gestopft werden, he? Und davon habe ich nicht zu wenig. Lalala. Ja, von Verhütung hat man damals nicht viel gehalten. So, da bin ich wieder. Was ich fragen wollte, den Adventskranz habe ich jetzt angezündet. Soll ich die Kerzen auch noch anzünden? Was? Wenn ich mal eine Sex-Talkshow will, ne, dann brauche ich nur bei mir um die Ecke in die Kneipe zu gehen. Gestern zum Beispiel auch, da kommt so eine halb voll gesoffene Frau auf mich zu und meint sie so zu mir: Ey du, wärst du schön? Nee, wär das schön, wenn du geil wärst? Ne? Da habe ich nur gelacht und gesagt: Liebelein, wär das geil, wenn du schön wärst? Das ganze Jahr sagt man den Kindern, sie sollen nichts von fremden Männern annehmen. Das klappt auch. Bis zum 6. Dezember. Wenn dann der Nikolaus reinkommt und ihnen ein Geschenk überreicht. Ja, super Erziehung, muss ich da sagen. Und man weiß ja, Erfahrungen macht man immer kurz, nachdem man sie gebraucht hätte. In der Erziehung ist es immer gut, ein Vorbild zu sein, auch wenn es dann mal ein abschreckendes ist.